Ihr entsteht das fünfte Haus für Kinder, Jugendliche und Familien, was wir in Düsseldorf haben werden. Und wir versuchen hier auch baulich Maßstäbe zu setzen. Auf dem Dach entsteht Grün und es wird auch eine Photovoltaikanlage errichtet für die Eigenbedarfsversorgung. Und auch an die Vögel wird mitgedacht. Wir finden hier auch für die Fledermäuse und die Vögel Nischen, an denen sie nisten können. Insofern entsteht hier vor Ort, sage ich mal, sowohl aus familienpolitischer Sicht ein tolles Bauwerk mit Gesamtkosten von rund 8 Millionen Euro. Und wir haben im 2020 mit dem Bauen begonnen. 2022 im ersten Quartal werden wir fertig, also auch in sehr schneller Bauzeit. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass alle Beteiligten hier zügig gearbeitet haben. Und ich weiß, dass die Einrichtungsleitung, glaube ich, jetzt schon 15 Jahre auf diesen Neubau wartet. Aber es sind insbesondere die Kinder, Jugendlichen und Familien, die warten. Und diese Erwartungen, die wollen wir heute auch erfüllen. Wir verbinden alles. Wir verbinden eine Kita mit einer Jugendfreizeiteinrichtung, sodass wir Kinder und Jugendliche und die Familien ganz, ganz lange begleiten können und dann verlässlicher Partner sein können. Dieses neue Haus bietet uns die Möglichkeit, diese Angebote nochmal auszuweiten und nochmal auf ganz, ganz andere Füße zu stellen. Wir haben lange darauf gewartet und endlich passiert es jetzt. Wir freuen uns sehr und es wird auch Zeit, dass hier in Lichtenburg so was Tolles hinkommt. In Scherben soll es nun zerspringen und dieser Stätte Glück stets bringen. Zu guter Letzt gebührt den Bauherren nun die Ehre, den letzten Nagel zu versenken. Herr Hintsche, Herr Horn, Herr Köhler, darf ich bitten?